Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal wurden wir von ein paar Golems gejagt und sind jetzt in der glitzernden Grotte. Und müssen hier immer noch das Teil für unseren Hexermeister hier finden. Aber erstmal haben wir ein schönes Steinchen eingesammelt. Oh, da liegt eine Katze einfach. Was die hiesigen Monster angeht, haben wir alles, was man haben kann. Das heißt, mit dem müssen wir uns gar nicht rumschlagen. Ich sage, mit euch muss ich mich nicht rumschlagen. Und daran halte ich mich. Da ist Ausgang. Wenn ich es richtig sehe. Hier ist ein Knopf. Ach, hier komme ich später wieder raus. Okay, dann will ich in die andere Richtung. Oh, da oben ist was Schönes. Jetzt sind es drei schlafende Katzen. Ach, bleib doch weg. Ich habe schon einen eurer Kumpanen versklavt. Das reicht mir schon. So. Hat jetzt eine Ewigkeit gedauert, die Schalenschleime zu vernichten, weil sie mich durchgehend geblendet haben. Sternenstaub-Ohrringe. Ich muss die beiden hier noch ausstatten. Nimmt mal vorübergehend erstmal die Ohrringe. Passt dann schon. Da hinten rum würde ich an die Kiste kommen. Ich versuche die Gegner aus Grundprinzip schon zu ignorieren, weil wir haben nichts davon, die zu bekämpfen. Wie gesagt, ich besitze die schon und das sind auch nur Kämpfe, die ihr schon kennt. Nochmal ein schönes Steinchen und eine schlafende Katze. Ist da schon das Ende vom Dungeon, dass da schon der Teleporter ist? Die Katzen hier sind auf jeden Fall alle saufaul. Ich sehe hier nur Schlafende. Ah, man muss so rum. Okay. Also nochmal den Weg. So, wir wieder hier. An den schlafenden Katzen vorbei. In den großen Kristallraum. Sieht sehr schön hier aus. Aber als ob der Dungeon hier so klein ist. Im Übrigen, beim letzten Part wurden Vermutungen angestellt, was das eine Monster sein könnte, was mir fehlt. Da wurde vermutet, dass es wahrscheinlich dieses Mal tatsächlich ein Metallschleim ist, der mir fehlt. Und ich würde der Theorie zustimmen. Weil ich wirklich auf der gesamten Karte bei allen Jahreszeiten nicht ein weiteres Vieh rumrennen sah. Also der Metallschleim ergibt Sinn, weil die ultra selten sind. Genauso wie die Fresskiste. So, dann mal weiter. Ist hier hinten was? Da ist wieder so ein Steinchen. Ich dachte, hier könnte eine Kiste sein, da es hier so weit reingeht. Und Felsenbombensplitter ist ja auch in Ordnung. Kann ich beim Kampf mithelfen? Das ist ein Golem. Can you feel the magic coming off this thing? Let's grab all we can. Uh-oh. What the heck?
Since when did crystals know how to move? No. Here he comes. Must obey orders. Destroy. Aus heiterem Himmel haben wir auf einmal einen Boss vor uns. Aber seit wann können Golems reden? Erstmal versuchen zu schwächen. So, es trifft schon mal schlechter. Angriff. Den Angriff haben wir schon mal runtergesammelt. Let's go. Klappt Schwächung? Ja. Abwehr ist runter. Meine Truppe weiß schon, was sie tut. Oh, schon besiegt. Das ging schnell. Oh, Level-Ups ohne Ende. Können auch Begabungspunkte vergeben. Jetzt haben wir endlich Energiestups. Das war einfach. We got it. Man, this is awesome. This is beyond awesome. This brings us one step closer to the secret of evolution. Let's get it to Dr. Helix Helix Stat. Warum wollte das Ding eigentlich unbedingt Rosi vernichten? Whoa, 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 whoa. Hey, Rose. Don't tell me you're gonna cry. You don't want to be mobbed by a bunch of greedy bozos, do you? Toylan, you know about our ruby tears. Getting a hold of elven tears is the quickest way to get rich. Everyone knows that. So no waterworks. You got it? Now, let's head back to the lab. Aber wie gesagt, das war easy. Hier hinter noch eine Kiste? Nö. Na gut, dann raus aus der Höhle. Ich hab mich gerade extra noch nicht ins Bild zurück, weil ich gleich eine Sequenz beim Helix-Typen habe. So, da sind wir dann auch schon im Labor. Ja, nimm ruhig. Helix, do you think I could, you know, help out? No, but you may watch in silence. Behold, the sands of time. The secret of evolution is within my grasp. Wow, you did it! Nice going, Doc.
And it looks like there's plenty to go around? Out of the question. Do you think I would share this with a buffoon such as yourself? Regardless, I do owe you my thanks. The secret of evolution need be a distant dream no longer. When the time is right, I shall contact you via helipad, and together we will witness history in the making. Didn't that last piece of Travelite open up a couple other destinations? Come on, let's see a little more of the world. So, wie war das? Neue Orte? Ja, zwei neue. Ich geh mal da hin. My word! What an unwelcoming place! I don't like it here one bit. Let's take out the big hitter and get out of this dump. Ja, die Gegend hier sieht wirklich ungemütlich aus. Erstmal gucke ich mir aber hier mal an. Oh, ein paar Monster haben wir hier zu finden. Guck mal, auch das komische Ding, das wir während eines Kampfes hatten. Also, 9 Gegner hier haben wir zum Anwerben. Das wird ein Spaß. Was liegt denn da für ein Grautum? Da haben wir schon mal das erste Vieh zum Anwerben. Die Metallmeißen. Die haben wir noch nicht. Ach, ist das schön, jetzt alle Mitstreiter gleichzeitig verbessern zu können. So, dann versuchen wir den Linken hier mal anzuwerben. Oh, gute Prozente. Mehr Miese. Das ist ein Säuse-Fan. Ich finde es schön, dass die alle hier immer auf den Level sind, dass ich sie instant fusionieren kann. Das finde ich sehr schön. Guck mal, da ist das nächste Vieh. Kanonenknirpse. Mega-Schwächung hat schon mal nicht geklappt. Okay, die halten nicht viel aus. Okay, ich habe jetzt 4-mal versucht, mit Schwächung zu treffen. Mir reicht's jetzt. Putzig der der Matrosenanzug. Kano. Ein Peng-Fan. So, dann lesen wir uns mal die beiden Einträge durch. Die Metallmeise, entzückende mechanische Vögel, die von Monstern erschaffen wurden, um die Menschheit zu überwachen.
Das Getriebe in ihrem Bauch ist so schwer, dass jeder Ast unter ihnen wegbricht, wenn sie versuchen, sich darauf niederzulassen. Och, der arme Vogel. Und der Kanonenknips. Nachdem ihre Schiffe versenkt wurden, versuchen diese kurzbeinigen Korsaren, sich wieder an Land einzuleben. Einige leiden jedoch an einem akuten Fernweh und träumen davon, auf dem Rücken ihrer tollen Kanonen durch die Welt zu reiten. Okay, jetzt wechseln wir zum Frühling. Dann liegen hier Metallschraubenhaufen. Okay. Kanonenknirps und Metallmeißen scheinen nicht hier Jahreszeit gebunden zu sein, wie es scheint. Ich würde gerne was finden, was ich jahreszeitbedingt jetzt machen kann. Dann frage ich mich, zu welcher Jahreszeit ich da hochkommen würde. Jetingen. Ich reise mal nach Jetingen. Der Name der Stadt verspricht, was denn hier an Einwohnern ist. Check that out. Listen up, folks. Barbatos' army will be back to steal our food again soon. None of us want to starve. But we are powerless to resist them. Oh. It seems we have visitors. What's your name? I see. I'm Howie, the elder here. What brings you to our little village? We're trying to topple the big hitter around here. Oh. Well, you certainly showed up at a good time. The individual you seek is Percival, the captain of Barbatos' army. His goons have been ransacking the local villages and killing anyone who opposes them. Mommy! Daddy! Our village is on its last legs, but if we could strike first. Just maybe. If you're looking to take down the big hitter, we should fight together. What do you say? Thank you. The army operates out of the watchtower near our village. Let's rendezvous at the top of the tower. We'll make our way there shortly. Listen to me, friends. Today, we overthrow our oppressors. Ihr habt eine ganz komische Art zu reden. Der kann eine Kiste mit 100 Goldmünzen. Wow. Okay, hier ist doch bestimmt auch irgendwer, mit dem ich fusionieren darf. Du nicht? Ihr seid nur die Shops. Wie sieht's mit dir aus? Ich gehe davon aus, dass hier 100 pro irgendeiner steht, der sagt, hey, komm, lass unsere Monster fusionieren. Dann einer von euch beiden.
Ich wusste es. Eine Kriegsköte. Ich glaube nicht, dass ich eine Kriegsköte habe. Ich habe eine Giftechse. Ich könnte allerhöchstens bei der eigenen Synthese gucken, ob ich aus dem Halunken eine Kriegsköte machen kann. Wäre, glaube ich, auch generell mal an der Zeit, mal wieder hier ein bisschen zu synthesieren. Aber ewig lang keine Monster synthesiert, also ist auch mal wieder an der Zeit. Ich guck mal zuerst mit dem Halunken. Das muss ja irgendein Froggo sein. Also mit dem Krempenschwein zusammen ergibt den Ork. Das ist aber nicht das, was ich haben will. Da, das ist die Kriegsköte. Wenn ich Kai mit dem Lachsack, mit Ungebongo hier zusammenschmeiße. Dann kriege ich die Kriegsköte, die wir brauchen. Und den können wir dann demnächst dann mit, was auch immer der jetzt gerade hatte, dann zusammenschmeißen. Na komm, mach ich die Kriegsköte. Dann ist er ja auch safe im Team, den ich dann da raushole. Ja, Verteidiger brauche ich nicht, ich nehme die drei mit. Der neue Kai. Gucke ich auch mal mit dem Rest von meinem Team. Bampo und der die Giftechse sozusagen geben den Kesseldrachen. Der da rumrannte in dem vorherigen Gebiet. Ich nehme auf jeden Fall den Peng-Fan. Ich nehme Stinkstiefel. Und dann nehme ich noch Heizungstechniker. Oh, okay, wenn er synthetisiert das Monster Hellfunke, weißt du, dass du einen besonders mächtigen neuen Verbündeten gewonnen hast. Kestro. So, unser Miauz-Magier. Zusammen mit ihm hier ergibt den Pelzprimaten und wir hätten dann unser erstes Rang D-Monster. Superschurke. Da ist Schwupp mit ihm begriffen. Der Entzauberer nehme ich natürlich mit. Ja, dann nehme ich noch den Fauch-Fan. Primo. Es gibt halt so viele Monster, die wir bisher noch nicht hatten. Das Ding ist, dass ich die meisten aber auch so finden kann. Hier würde ich einen Schachtelschleim bei rauskommen. Bei Geizer und Schlimette. Merke ich mir mal, falls ich jetzt nichts Besseres sehe. Hier wäre auch noch eine Kicherechse. Am liebsten würde ich aus ihm eigentlich einen Klunkerbeutel machen. Ja gut, der Schachtelschleim soll es werden und das ist dann auch die letzte Synthese für heute. Ich habe schon jemanden, der das Team verstärkt. Der Schachschleim sieht lustig aus. Schachon. So, keine Synthese mehr. Dann gucken wir uns noch die drei Einträge an, die ich jetzt gemacht habe. Also die paar. So, dann zuerst den Schachschleim. Beigeblasenschleime, die sich so lange in Schatztruhen versteckten, dass sie sich so wunderschön Würfel verfestigten. Trotz ihrer Kanten fühlen sie sich immer noch angenehm glitschig an. Der Kesseldrache. Ungenießbare Geschöpfe, die Schadstoffe schlemmen, um sich Fressfeinde vom Hals zu halten. Die Wirkung ihres Gifts hängt von ihrer Ernährung ab.
die allgemein so ungesund ist, dass sie von sauberem Wasser am Magenschmerzen bekommen. Autsch. Okay, die anderen beiden, die Fehlenden, dürfen dann noch die anderen beiden auf meinem Schultern vorlesen. Also, wir sehen uns danach wieder. Yay, ich darf endlich wieder was vorlesen. Das ist eine Kriegskröte. An den stählernen, stacheligen Panzern dieser schrecklichen Schildkröten zerschellt jedes noch so harte Schwert. Allerdings ist diese harte Hülle so schwer, dass sie damit nur im Schneckentempo vorankommen. So, da bin ich jetzt wohl dran. Das ist der Pelzprimat. Ihr silbrig-weißes Fell verleiht diesen affenartigen Monstern einen Hauch von Klasse. Es ist außerdem überraschend saugstark und kann ungekippte Getränke in 0,0 absorbieren. Das ist auch ein Talent. Na dann, Shining, mach mal weiter. Ach, was wir auch noch machen müssen? Wir müssen noch den Akteur hier lesen. Von Kristallwächter. Dieser unendlich geduldige Golem harrt schon so lange in der glitzernden Grotte aus und wacht über dem fünfdimensionalen Kristall, dass sein Körper ebenfalls teilweise kristallisiert ist. Das war aber irgendwie mega lamer Boss. Ich fand generell die glitzernde Grotte war echt langweilig. Da ist ja fast gar nichts passiert. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die ich gerade synthetisiert habe, die trainiere ich ein bisschen hoch. Und bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.